Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir bei diesem Bild über die Schulter sehen. Und ja, ich finde es sehr interessant. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich habe das mit den neuen Pastellkreiden gemalt, die ich von einer ganz, ganz lieben Freundin bekommen habe. An dieser Stelle Dankeschön, Marion, dafür. Und mit einer Sennelier, mit dem Weiß. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Vielleicht bekommt ihr ja selber Lust, einmal mit Öl Pastellkreiden zu malen und solche intuitive Bilder zu malen. Ja, also mein Sprüchlein wie immer: Über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und jetzt geht's los. So, das sind die Farben von der lieben Marion. 50 Stück von Eberhard Faber, Artist Color sind es. Ölpastellkreiden, und ihr seht, ich habe da etwas Probleme, die Farben rauszubekommen. Aber die Farben sind gigantisch. Also mir gefallen sie total gut. Ich habe mir hier ein Blatt aufgeklebt. Das ist von Paint One. Das ist mit dem kann man alles machen. Das sind 250 Gramm pro Quadratmeter. Ich male eigentlich lieber mit 500 Gramm, aber dieses Papier ist also für das sehr, sehr gut geeignet. Finde ich klasse. Von Claire Fontaine ist das Papier. Ich verlinke euch das unten alles. Ja, und schon lege ich los. Ich habe gar nicht lange überlegt. Vielmehr, ich habe überhaupt nicht überlegt. Ich habe mir einfach die Farben genommen, die mir gefallen, und habe losgelegt. So ist es richtiger gesagt. Und ja, ich wollte einfach mal sehen, wie extrem farbig sind sie denn? Wie viel braucht man von den Farben? Man braucht nicht viel. Die Farben lassen sich wunderbar ineinander verblenden. Ich mache das ganz gern, wie ihr hier seht, dass ich erstmal die ganzen Farben so weit aufbringe, die ich möchte, und verblende das dann nachher mit den Fingern. Wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr gerne mit den Fingern arbeite, mit Farbe. Das ist einfach so, ja, das tut einfach nur gut. Und hier seht ihr zu blau dann noch grün. Zuerst das Orange und dann Gelb, ja, Orange-Rot mehr oder weniger. Dann das Grün dazu noch kombiniert. Das Grün ist toll. Ist eine ganz, ganz schöne Farbe. Und ja, seht ihr? Und jetzt beginne ich einfach mit den Fingern das Ganze zu verreiben. Und da muss man sich gar nicht sehr anstrengen. Also wirklich nicht. Das Papier ist dafür also wirklich gut geeignet. Es hat keine tiefen Krater, aber also keine Struktur, keine tiefe Struktur, Krater. Sondern es ist einfach relativ glatt, und trotzdem nimmt es sehr, sehr gut die Farbe auf. Und ihr seht, ja, man kann das wirklich toll ineinander verblenden. Auch wenn dann so Krümel drauf sind. Zuerst habe ich mir gedacht, ich möchte Krümel eigentlich weghaben von den anderen Farben, aber nee, ich habe das dann drauf gelassen, und im Gegenteil, dann macht es noch viel mehr her irgendwie. Also auch wenn noch andere Farben mit in dem Grün mit drin sind oder mit in dem Rot, das macht es noch lebendiger, finde ich. Ja, und es darf ja sein, wie es will. Es darf kommen, was will. Da habe ich überlegt, was mache ich jetzt weiter? Und ja, habe einfach wieder nach meinem Gefühl, bin nach meinem Gefühl gegangen und habe dann dieses wunderschöne Rot rausgesucht. Und hier seht ihr, wenn man auch ohne Farbe mit den Fingern runterstreift, da gibt es so Rillen. Da kann man die Farbe wieder ineinander verblenden, die obere Farbe in die untere, und es ergibt so Rillen. Und das ist sehr, sehr reizvoll. Ich habe das dann mit dem Weiß jetzt probiert,
das geht schon. Habe mich aber später noch für das weiße Sennelier entschieden, weil die noch smoothiger sind und weil man mit denen noch mehr Weiß aufbringen kann. Also da war das Weiß fast etwas zu hart, aber das ist Geschmackssache. Probiert es aus. Ich habe für mich entschieden, ich möchte es anders haben. Und da ich ja die Farben hier habe, ist ja das natürlich dann überhaupt gar kein Problem. So, jetzt laufe ich und hole die Farben. Zack, zack, zack. Und jetzt habe ich es. Da, seht ihr? Und die Decken. Also dieses Weiß ist relativ deckend. Klar, man muss ausprobieren, wie weit man das auch haben will, so deckend. Aber ja, ich mache das einfach nach Gefühl. Und dann passt es. Ja, seht ihr? Cool, ne? Also ich finde es gigantisch. Wie so Trichter. Ja, es entsteht immer das, was entstehen will. Und genauso ist es richtig, zumindest für mich. Ich will es gar nicht anders haben. Ich möchte die Farben einfach auch ausprobieren, inwieweit kann man die mischen, inwieweit ja, sind sie zu verarbeiten. Also lernt euer Material kennen, wie so oft sage ich das. Aber es ist wirklich so, probiert euch aus und das Material. Und manchmal denkt man sich, hey, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das rauskommt dabei. Also es ist so mancher Wow-Effekt dabei oder Aha-Effekt, wie man auch so schön sagt. Noch etwas Dunkelheit. Das war mir dann doch noch zu hell und dann habe ich das dunklere Blau genommen. Das ist wie so Schattengrau, wollte ich nicht nehmen, das passt oder war für mich einfach in dem Moment nicht passend zu diesem Bild. Und da habe ich dann das Blau genommen, das Dunkle von dem Kasten. Und dann partiell aufgetragen und dann gleich wieder verwischt, dass das ganz smoothie ineinander geht. So. Am Anfang habe ich euch zusehen lassen, wie ich die Farbe rausgenommen habe aus dem aus der Box. Ich weiß nicht, ob das besser war für euch oder ob jetzt diese Einstellung besser ist. Ich glaube, anfangs vielleicht zu dem ersten Farbauftrag ist die andere Einstellung besser. Aber ja, ich habe mir gedacht, das würde hier jetzt ganz gut passen. Ja, das Grün, also ich kombiniere munter drauf los und ich bin sowas von erstaunt und die Farben, die sind, das kommt in dem Video gar nicht so richtig zur Geltung, auch bei den Detailansichten dann nicht. Das ist ganz komisch, aber ja, das kann man gar nicht so zeigen. So kräftig und schön sind die Farben und auch wirklich toll zu vermalen. Das ist, diese Ölpastellkreiden sind auch ganz, ganz toll für Anfänger geeignet, wie ich finde. Also da braucht man nicht so viel Erfahrung, da kann man richtig gut auch als Anfänger damit umgehen, denke ich. Und ihr seht, ich male auch über andere Sachen drüber und genau das ist es, was manches Bild einfach ausmacht. Das macht dann auch die Tiefe aus oder ergibt dann die Tiefe vom Bild. Also scheut euch nicht, auch über andere schon wirklich schöne Farbflächen noch mal drüber zu gehen und noch mal was anderes drauf zu malen. Nach meiner Erfahrung wird es dann immer schöner, je mehr das ihr da macht. Manches lege ich dahinter, wie ihr hier seht. Also ich überlege mir dann schon, wie möchte ich das denn haben, aber wie immer eigentlich entscheidet bei mir mein Bauchgefühl. Als ich das Bild so weit fertig hatte,
habe ich es mal fixiert. Und nach dem Fixieren dachte ich so bei mir, ja, das Bild ist fertig, ich brauche gar nicht mehr weitermalen. Ja, manchmal ergibt sich das so, als der Gedanke so bei mir kam, habe ich das Bild dann noch über Nacht liegen lassen, bin am anderen Morgen gleich reingegangen in mein Malzimmer und habe mir das nochmal angesehen, weil man dann meist noch einen anderen Blick dann dafür bekommt oder hat, wenn man das über Nacht liegen lässt. Ja, und da stand es für mich fest, das möchte ich so lassen, wie es ist. Das ist gut so. Mehr braucht es nicht. Und ja, für mich ist es fertig. Und mir gefällt es total gut. Das ist, ja, hat was Weiches, was Kräftiges. Ja, genauso wie ich bin. Ja, sehr farbig. So, hier noch einen Kringel hingemacht und ja, gleich ist das Bild fertig eben. Jetzt könnt ihr euch die Detailansichten ansehen. Vielleicht habt ihr ja Lust, auch das auszuprobieren. Ja, probiert es einfach mit diesen Farben ganz, ganz toll zu machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!